Mal gucken, mal gucken. Wir haben einen Besen. Den Reaper natürlich immer ein schönes Ding. Die beiden. Den lassen wir da. Oh, sollen wir jetzt schon eine Box of Riches? Könnte, ist ein schwieriger Gamble, aber wir machen es mal. Und die Bratpfanne nehmen wir für nächste Runde mit. Bisschen Gamble, aber ist so. Machen wir nichts. Boah, der hat sehr viele Waffen schon, ne? Drei Waffen hat er. Und der Dolch kostet kein Mana, was halt ein Vorteil ist. Oder kein Stamina. Donner, das ist ein GG. Dann bauen wir jetzt mal die Bratpfanne. Die Schaufel, meine ich. Das passt dann nicht rein. Die Tasche nehmen wir gerne mit. Die bauen wir aber mal so. So. Sieht gut aus. Let's go. Ein bisschen viel Stamina, aber das wird. Das ist nicht so tragisch. Dann haben wir nämlich schon mal die Schaufel. Sehr gut. Bumm. Hier wäre Sand. Ich hau mal den Sand mit rein. Und den hier so ein Steinchen. Die müssen wir leider mitnehmen, ne? Leider ja. Die bleiben im Rucksack drinne. Die kann man so rein. Let's go. Wir hauen uns voll mit Steinchen dann irgendwie. Ich glaube, meine Schaufel macht hier nicht so viel, ne? Ah, wird knapp. Wie geht's? Bumm, noch ein Stein. Was ist das hier? Remove Random Buff von Opponents. Lassen wir mal drinnen. Aber ich hätte gern das Ding, ne? Ich hole mir jetzt schon mal den Dragon. Was soll der Geiz? Dragon wird reingeworfen. Ohne Speedback. Dann holen wir jetzt den Dragon. Dauert zwei Runden, bis der schlüpft. Na, der Lümmel. Der braucht ein bisschen. Aber wenn er da ist, dann ist er da. Tatsächlich. So, einmal noch raufhauen, bitte. Ah, sehr schön. Zum Glück gewonnen. Noch ein Rubin. Sehr gut. Die Tasche wollen wir mitnehmen. Die haben wir reserviert. Hier wäre ein Kartenpack. Den nehmen wir mit. Mist. Aber ich nehme sie trotzdem mit, weil die ist im Angebot. Die können wir erstmal reintun. Fangen. Dann haben wir nämlich hier hin. Die haben wir da hin. Die Box kommt hier hin. Der wird da gebaut. Die Steine müssen wir leider erstmal drinnen lassen hier, ne? Ich glaube, ich will den mitnehmen, ehrlich gesagt. Ich glaube, der kann langfristig gut werden. Der ist schon doppelt Gubat. Not bad. Dann hoffen wir irgendwie, dass wir diesen Super Dragon bekommen. Das wäre nice. Den Chonker. Den wollen wir haben. Ja,
Das Ding ist, seine Gubats werden uns so wegschreddern. Cool, wir machen nicht genug Damage. Da kommen wir nicht durch. Wait. Okay, wie ist das jetzt passiert? Moment. Wie ist das jetzt passiert? Das hat doch geklappt. Ja, und die nehmen wir auch noch mit. Ich werde trotzdem gerne auf diesen Drachen rollen, ne? Bleib ein bisschen mehr. So, Speedback geht auf jeden Fall auf den Drachen rauf. Dann kommt die hier rein. Der Sand, den bleibt auch noch drin. Dann würde ich gerne die umdrehen. Einmal. Und dann kommt die hier rein. Dann haben wir den hier hin. Das Ding ist, ich werde erstmal die beiden nehmen, weil die beiden sich kombinieren können. Ja. Und der kommt ins Backpack. Für ein bisschen Anti-Speed auf den Gegner drauf. Nach 3 Sekunden halt, ne? Ah, es resistet. RIP. Und der brät ihn gut weg. Das Ding ist, das hielt auch gar nicht mal so weit hoch, ne? Mit diesem plus 2 hier auch. Ist halt nicht viel, aber es ist schon einiges, was man hat. GG's. Bupp, da haben wir den neuen Rubin. Wunderbar. Nehmen wir die nochmal raus. Rollen wir runter. Da werden Gubat. Aber wollen wir Gubat bauen? Eigentlich nicht, ne? Bin im Überlegen. Eigentlich nein. Was ich gerne hätte, wäre die Dragon-Karte. Wieder Gubat. Werden ihn kaufen sollen. Das war ein Zeichen. So, der Drache kann jetzt hier ein bisschen mit in die Tasche rein. Ganz nett. Sehr schön. Tasche und Speedback hat er gerne. Das heißt, der kommt neben den. Kommt hier der Drago hin. Bupp. Ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn wir das so machen. Dragon. Schaufel. Banane. Das Ding. Das kommt hier unten rein, die beiden Dinger. Das kommt hier hin und das kommt da hin. Let's go. Also wenn ich noch so einen Drachen finden würde, ich würde noch einen mitnehmen, tatsächlich. Ich finde die Dragon ganz cool. Also wir kommen gerade ganz gut durch, ne? Wir haben irgendwie eine Menge Selfie, habe ich das Gefühl. Oder der Gegner hat einfach keinen Schaden, weil er nur so ein kleines Babyschwert hat. Ja. Das könnte auch sein. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir? Alchemist brauchen wir nicht. Witch, I don't know. Der bringt uns auch nicht so viel, ne? Wir nehmen sie mit, was soll's. So, nehmen wir die Snake. Dann nehmen wir nämlich doch den Gubat, perfekt. Ich roll nochmal, weil jetzt die Karte drin ist. Nehmen wir auch. So, ist nicht die wir wollten, aber ich würde sagen, besser als nichts. Ice Dragon, wunderbar. Gubat hauen wir hier rein. Und der Lümmel wird nämlich gebufft durch Pets. Diese Snake. Das heißt, die Snake kommt dahin. Dann machen wir den mal so. Das macht, glaube ich, mehr Sinn, wenn wir das so bauen. So gebaut. So gebaut. Dann haben wir die Snake hier, weil der kriegt dann die beiden. Ein rüber für die Schaufel, die kommt einmal da durch. Kommt der daran.
da hoch. Stein schmeißen wir da runter. Das können wir besser bauen, oder? Gleich einmal umdrehen. Okay, wir haben den ersten Drachen. Dragon One. Wir brauchen halt noch mehr davon. Das Ding ist, je mehr Drachen oder Pets wir haben, desto mehr Max-AP haben wir am Anfang von der Runde. Die Frage ist halt, was für ein Gubat wir jetzt bauen. Das ist halt auch noch so die Überlegung. Was bauen wir für ein Gubat? Ah, der wird uns wegfahren hier. Der die Plüschis. Da ist der Ice Dragon. Sieht schon ziemlich cool aus. So. Also. Wir müssen uns alles mal umstellen. So. Der gute Gubat kommt in die Mitte. Das ist sein Platz hier. Da kommt hier der Dragon hoch. Der kriegt ein bisschen eine Attack-Speed-Buff. Kommen sie her. Da kommt hier die Snake hin. Wie kann ich die gut legen? So, ne? Hier die Snake rein. Ich habe das Gefühl, für dieses Setup habe ich noch echt wenig Platz. Weil alle Items, die ich habe, sind so... alle Items brauchen so viel Platz. Unhandlich gebaut, die Dinger. Ohne Spaß, ich hau die Schaufel raus. Sich ausgeschaufelt. Wir müssen einfach hoffen, dass es ohne Schaufel irgendwie reicht. Ja, das meine ich. Wir werden so viele Slots, wo irgendwie nichts mehr richtig reinpasst. Ne? Okay. So weit, so gut. Noch ein Ice Dragon. Wir nehmen ihn mal mit, falls wir noch einen Drachen finden sollen. Noch ein Ei, meine ich damit. Kein Drachenei. Let's go. Und der sollte jetzt drei Pets drin haben und uns damit ziemlich viel AP geben für den Anfang. Und wir können theoretisch noch einen weiteren irgendwie reinpacken. Hoffentlich. Ich meine, ein zweiter Ice Dragon wäre insane. Sobald der Gegner nämlich 12 von diesen Kult hat, kriege ich eine Menge Rüstung. Dafür müssen wir noch einen Drachen finden, Leute. Oh, da ist ja der Drache. Von dem haben wir geredet. So, wie kriegen wir den jetzt gekauft? Ich hätte nicht das hier kaufen sollen. Ne? 2. Zack. Das ist sehr gut, weil der greift den Gegner direkt an. Kriege ich den irgendwie unter, dass der noch getriggert wird? Das wird hart, ne? Ja. Aber geil, dann haben wir doppelten Eisdrachen. Und mehr Eis, umso besser. Und das Ding ist, diese blauen Sockel da drin, ne? Das Geile daran ist nämlich, dass sie... Oh, warte, ich muss die Karte noch umlegen. Dass die blauen Sockel eine Chance haben, Eis drauf zu machen. Und sobald ich 12 Eis habe, kriege ich eine Menge Rüstung. Was, glaube ich, ganz cool wird. Ui, Ranger Bag. Badge. Ich glaube, damit können wir arbeiten, tatsächlich. Was wären das denn für Items, theoretisch? Na, das Ding ist, die bringen uns alle nicht so wirklich was, ne? Nee, leider nicht. Alles nicht so geil. Da würde ich lieber den Moon Armor vielleicht nehmen. Right. Ich glaube, Moon Armor würde hier mehr Sinn machen.
Ist das ein Magic Item? Nee. AI-Pad. Und das ist noch ein Pad. Ah, es passt leider auch nicht rein. Das geht mal darüber. Der geht erstmal hier hin. Und der bleibt erstmal hier. Moment. Doppelte Eisdrache. Ja, ich hätte gerne noch ein Pet dazwischen, aber das passt leider nicht rein. Stellt euch mal vor, jetzt bekommen wir dieses Ding mit dem Frost auf den Gegner drauf. Sehr gut. Und irgendwie müssen wir diesen Gubat auch noch ausbauen. Frage ist nur, was machen wir mit dem Gubat? Okay, jetzt ist die Überlegung, bauen wir einen Eisdrachen oder einen Feuerdrachen? Ich kann auch einen Feuerdrachen bauen. Aber ich glaube, ein doppelter Eisdrache ist geiler, oder? Wir nehmen es aber trotzdem mit, falls wir noch einen Drachen finden. Wer weiß. So. Boah, was packen wir noch ein, Leute? Ich hätte sogar noch ein Ei. Oh, noch ein Drache. Wir können auch theoretisch einen Leit... Warte mal. Würde der irgendeine Relevanz haben bei uns? Oh ja, schon, ne? Ich glaube, ich nehme den mit. Ein Lightsaber. Noch ein Ice Dragon. Wäre eine Möglichkeit. Können wir vielleicht irgendwie Karten aneinander hängen? Nee, ne? Schwierig. So geht es. Immerhin. Okay, wir werden drauf sparen. Das Ding ist, noch ein Ice Dragon wird nicht drin sein. Wir würden erstmal den Chonker bauen. Obwohl, ganz ehrlich, bevor ich einen Chonker baue, würde ich noch einen dritten Eisdrachen bauen. Tatsächlich. Okay, der hat 230 AP am Anfang. Ich habe 300 AP. Schon mal ganz gut. Wunderbar. Da müssen wir ein bisschen mehr Frost auf den Gegner kriegen, das wäre gut. Ich habe halt gar kein Stamina-Usage, ne? So, da haben wir die Rüstung bekommen. Na, ja, wegen dem Frost. Und da ist der nächste Dragon. Wie bekommen wir den unter, ist halt die Frage, ne? Erstmal nur das Schwert mit. Da ist eine Bag. Schwert, 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 Schwert. Das Sword. Das müsste ja eigentlich irgendwie reinpassen. Hm? Das ist ein ganz schön großes Ding. Das ist ein richtig fettes Teil. Dann müssen wir das einmal so bauen und dann den so machen. Dann bauen wir einen Light Gubat. Doppelter Ice Dragon, wunderbar. Noch ein Gubat rein, noch ein Ding reinhauen. Aber ich würde jetzt so gerne dieses Snake irgendwie noch weiter triggern. Aber dafür bräuchte ich ein kleines Pet in der Mitte. Aber ich könnte noch zweimal, also 80 HP mehr bekommen. Ne? Da bräuchten wir einen Vogel für. Also wenn ich einen Vogel finde, werde ich einen Vogel mitnehmen. Auf jeden Fall. Nice. Survival-Modus. Jetzt kommt der Light-Gubat rein. Alles klar, Leute.
Drache Nummer 3. Der kam leider nicht mehr mit rein hier. Jetzt hätte ich schon gerne den Birdie, ne? Noch ein Drache. Okay. Puh. Wir haben noch einen. Jetzt brauche ich ja leider noch irgendwie eine Karte oder so, ne? Den werden wir aber leider nicht mehr zusammenbekommen hier. Leute, wir haben... Kriegen wir das noch zusammen? Weil die schlüpfen halt zwei Runden, ne? Wenn wir, wir müssen gleich mal ausweichen. Wenn wir die nächste Runde kaufen, passt es vielleicht noch. Eventuell. Vier Runden noch. Wenn wir den jetzt kaufen, passt es genau. Dann haben wir den noch für eine Runde. Glurak. Perfekt. Vier Runden noch. Eine schlüpft der, zwei schlüpft der. Dann wird der gebaut, dann wird der gebaut. Ah, das ist ein One-Shot. Ah, er hat keinen Hammer, ne? Ah, trotzdem. Trotzdem glaube ich eine Menge Damage. Guck mal, wie schnell dieses Kult hochsteckt einfach. 12 Kult, zack. Haben wir einfach mal 35 Armor bekommen. 19. Guck mal, wie langsam der Gegner einfach ist. Wir werden wahrscheinlich trotzdem sterben, aber der war sehr langsam. Zack. Nächster Dragon. Damit bauen wir ein... Wir bauen erstmal einen Frost Dragon. So. Noch ein Frost Dragon. Okay, die Karten können jetzt weg. Mehr gibt's nicht mehr. Was jetzt halt geil wäre, wenn wir irgendwie noch einen Vogel bekommen würden, den wir dazwischen stecken können. Kein Birdie. Leute, wir haben 4 Ice Dragon bekommen. Mit dem hier. 4. Es ist nicht wirklich super heftig, also es ist keine No-Lose-Kombo, aber allein die Tatsache finde ich nice. Da ist der Birdie. Perfekt. Zack, nächster Dragon. So, und den Birdie kann man, glaube ich, dazwischen stecken, ne? Passt der irgendwie da rein? Wie kann ich da mehr triggern? Das passt nicht wirklich. Einer ist immer noch nicht getriggert dadurch. Also es fehlt irgendwie... Irgendwas fehlt, dass wir da noch einen Triggerpoint bekommen. Leider. Sehr traurig. So, ich habe leider alles aus und rausgeschmissen. Klassiker. Also. Wir machen erstmal die Snake. Die kommen ein Stück rüber. Die sollen da ein Stück rein, genauso. 2, 3, 4. 5, 6. Immerhin haben wir damit genug. Na, das ist schon mal gut.
Dann machen wir das später so. Dann wird der erstmal hier oben gebaut. Ja, es wird so ein ganz kleines Ding, um den letzten noch zu triggern dann, ne? Na gut. Mir fehlt auch immer noch eine Waffe. Ich nehme jetzt einfach einen Hammer, Leute. Der passt nicht rein. Nimm Speer, weil ich habe kein Stamina-Usage. Ich hätte einfach eine Waffe noch spielen müssen. Hm? Let's see. Also eine kleine Waffe fehlt. 500 HP habe ich am Anfang. Durch die ganzen Pets, die ich da gestackt habe. Ne? Schon sehr viel. Eine Menge Blind auf dem Gegner drauf. Jetzt kriege ich nochmal Rüstung, weil jetzt ist die hochgesackt. 100 Rüstung nochmal. Und gleich haben wir noch einen mit dazu. Also ihr seht, der Schaden ist halt wirklich nicht so geil. Ja, irgendwie so eine kleine Waffe oder so hat gefehlt. Ne? Den haben wir fast besiegt. Bam. Das ist Nummer 4. Das ist schon verrückt, ey. Eventuell hätten wir doch den... Ich nehme jetzt den hier einfach mit. Was soll der Geiz? Wir nehmen ja random Schwerter mit. Also wo kriegen wir jetzt die Rüstung unter, ist die Frage. Da brauchen wir noch ein bisschen Slots. Die muss leider gehen, die Rüstung. Irgendwas haben wir reinpacken können. So, letzte Runde. Den Sand. Und das Schwert. Viel Spaß. Let's go. Letzte Runde. 4 Dragon. 510 Rüstung und direkt zum Start. ...140 nochmal, nach dem Frost-Stack. Also man ist auf jeden Fall im Late-Game ein bisschen am Struggle, ne? So ganz bisschen. Aber es war trotzdem sehr geil. Das habe ich sehr gefeiert, das Setup. Allein die Tatsache, dass wir so viele Drachen gefunden haben, ne? Schon sehr cool. GG's. Ich denke, wären es Feuerdrachen gewesen und wir hätten Dolche gebaut, wäre es noch geiler.